dass diese Art von Arbeit, so wie wir sie machen, letztendlich zu jedem Erwachsenwerden dazugehört. Schließlich habe ich gedacht, also wenn das so ein altes Gefühl ist und es kommt jetzt schon wieder, obwohl ich Mitte 30 bin und ich trage es immer noch mit mir rum. Vielleicht hat er recht, Bob Hoffmann. Vielleicht hat er recht, wenn er sagt, jede spirituelle Entwicklung oder jede Persönlichkeitsentwicklung kann nur dann wirklich vom Grund auf gesund und weitreichend sein, wenn wir mit den eigenen Eltern beginnen. Wer nicht den Frieden mit seinen Eltern gemacht hat, kann keinen Frieden auf Erden finden. Ich hatte schon vorher viel Verständnis für die Eltern. Ich habe auch schon viel von dieser Wutarbeit gemacht. Und habe jetzt eigentlich mehr Verständnis, wie sich das wandeln wird. Das ist eben das Meisterstück, ja, da hinzugehen und da mal den Schritt zu machen und zu schauen. Ja. Ich denke, da wird sich schon einiges entkrampfen. Ja. Entkrampfen. Und die Eltern sind auch immer die größte Herausforderung, sind es auch bisher gewesen. Ich bin viel, viel weniger trotzig gewesen in meinem Leben, als ich das früher war. Aber gegenüber den Eltern, da bin ich dann schon so, ja, etwas zurückhaltend. Meistens sind mich reingesunken, wenn sie wieder so geredet und geredet und geredet haben über Dinge, die mich wirklich nicht interessieren und die nicht interessant sind. Ich liebe meine Eltern, ich liebte meine Eltern immer, aber interessant, ganz speziell war für mich die Erfahrung, ich war der Meinung, dass ich keinerlei Hassgefühle habe, nirgends und gar nichts. Natürlich in dem Prozess habe ich meine Wut entdeckt über die Dinge, die ich vorher genannt habe, auch ausgelebt, und dann, als wir da auf das Thema Rache kamen, habe ich gedacht, Rachegefühle, nein, das kenne ich nicht, habe ich nicht. Aber auch da bin ich meinem eigenen persönlichen Trick auf die Schliche gekommen, dass ich auch diese Art von Gefühlen eigentlich nur weggesteckt und verdrängt hatte. In der weiteren Arbeit habe ich also festgestellt, dass ich auch dort erhebliche Energien versteckt gefunden habe und eben auch bereinigen konnte, die mir geholfen haben, meine Elternbilder wirklich auch frei zu machen von diesen Gefühlen. Elternbild, das, was man für ein Bild von den Eltern in sich trägt. Ja. Also da geht es ja um was, was man selbst im Kopf hat. Nicht so sehr um die tatsächlichen Eltern. Und für mich war es faszinierend, wie viel von den Elternbildern, die ich in meinem Kopf habe, tatsächlich für mich abhängt. Ja. Wie viel das mit meinem, ja, mit mir selbst überhaupt zu tun hat. Was im Prozess passiert, ist ja, dadurch, dass ich wieder an den Anfang zurückgehe, versetze ich mich nochmal in mein Leben zurück, als ich ein Kind war. Das heißt, das ist fast so etwas, als würde ich nochmal die Perspektive wechseln und mich in ein Kind einfühlen, was ich bin und wie es dem gegangen ist. Wir haben ja als Erwachsene dann auch unsere Erwachsenenperspektiven. Und wenn wir so zurückschauen, sieht alles so erwachsen aus und so verständig und dann auch für die Eltern so verständig und auch so zornig und empört, wie Erwachsene das sind. Aber die Augen und die Erlebniswelt des Kindes ist eine andere. Also auch hier wird jeder die Erfahrung machen, dass er völlig unterschätzt, was die Eltern in ihm noch bewirken, wie groß der Einfluss tatsächlich ist, den die Eltern auf ihn haben. Und jeder, der den Prozess gemacht hat, weiß auch, wie wichtig es ist, sich dem mal zu stellen, sich dessen mal bewusst zu werden und dann auch bewusst damit umgehen zu können und selbst wählen zu können, was die negativen Muster der Eltern sind, ja, und wo man eben sich eine Entscheidungsfreiheit erarbeiten kann, ob man diese Muster, ob man daran zurückfällt oder ob man eben selbst das macht, was man will. Muster, das sind, die Engländer sagen Patterns, Webmuster, bei uns natürlich Reaktionsmuster, so wie wir gestrickt sind.
wie wir reagiert haben auf Herausforderungen, auf äußere Situationen und wie wir immer noch reagieren. Strategien, könnte man sagen. Strategien, die wir haben, mit dem Leben umzugehen. Es gibt sicherlich Verhaltensweisen, die dir anerzogen, die du dir angelernt hast und wo du in Situationen, die eben sehr emotional sind, dieses bestimmte Verhalten automatisch an den Tag legst, ne, was dann dein Muster ist. Und du das Gefühl hast, es geht nicht anders. Es kommt dieser eine Begriff und du hast so einen Hals und es kommt die Konfrontation und dir laufen die Tränen oder, ne, oder du verlierst dein Selbst und druff oder weg. Also nicht so dieses Wechselspiel. Das Muster ist ein Verhalten, was automatisch aufkommt, emotional geladen ist und ja, erlernt ist, aber eben auch, wenn man bewusst sich damit auseinandersetzt, verlernt werden kann. Und eigentlich in sich, in seiner Natur, ein kopiertes Verhalten von dem, was du gesehen hast an deinen Eltern ist, oder aber, wenn es deinem eigenen Ur-Ich so widerspricht, dass es sich dann in das Gegenteil umkehrt und du eben genau reziprok reagierst. Aber eben eigentlich nicht in dem Sinn aus freier Entscheidung heraus, sondern aufgeprägt automatisch. Ein Muster ist eine automatische Reaktion auf einen Reiz von außen, die unbewusst abgespielt wird. Ja, also die ich mache, ohne mir bewusst zu sein, dass ich jetzt auf eine bestimmte Situation automatisch mit einer bestimmten Reaktion reagiere. Ja, die kommen aus der Kindheit, das prägt sich ein. Wir haben in der Kindheit die ganzen Einwirkungen von außen, vor allem von den Eltern, die besondere Stellung haben. Da, wenn du traurig bist und es ist niemand da, so war es bei mir, bei alleine, ja, dann wirkt sich das dahin aus, dass ich auch später das Gefühl habe, niemand versteht mich. Einige davon sind brauchbar und andere davon sind nicht mehr brauchbar. Sie haben uns einen gewissen Dienst erwiesen, als wir klein waren, und inzwischen leisten sie uns nur noch Bärendienste und hindern uns an dem, was wir wollen. Das sind dann die negativen Muster. Die positiven Muster sind ja meistens nicht so ein Thema. Die hat man und die pflegt man auch weiterhin. Aber die negativen, die nicht mehr einfach so ungebremst auszuagieren, sondern mal einen Moment damit still zu sein und zu gucken, ja, was will ich eigentlich? Ja gut, die Muster können wir nicht innerhalb von ein paar Tagen ablegen. Muster, die wir uns über Jahre, Jahrzehnte angeeignet haben, die Bestandteil unserer eigenen Persönlichkeit geworden sind. Aber das Gute ist, was wir in diesen Tagen gelernt haben und lernen können, ist, die Muster zu erkennen und daran zu arbeiten, sie abzulegen und zu unserer wirklichen eigenen Reaktion und Aktion zu finden. Ohne den Gefühlen den Platz zu nehmen, ja. Also das Gefühl von Trotz, das darf nach wie vor da sein, wenn es um das Trotzmuster geht. Es geht nicht darum, zu sagen, Trotz, nein, das wäre ja wieder Trotz. Ne? Sondern das darf sein, aber mehr die Freiheit herauszunehmen, anders zu reagieren. Und dass man diese Muster, diese eingeprägten, fast automatisierten Verhaltensweisen eben durchaus relativieren kann, sich Wahlmöglichkeiten eröffnen kann. Das ist eine Erkenntnis, die ich hier gewonnen habe und die man trainieren muss, dass man so auch tatsächlich dass man da was rauszieht und dass man dieses Muster eben in der Lage ist zu ändern. Ja, also die Klärung der Beziehung zu den Eltern
hat ganz viel mit den Mustern zu tun, weil wir die ja von daher gekriegt haben.